Hallo, 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 herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Diesmal wieder eine Spezialfolge der View from the Top, bei dem wir regelmäßig Vorstände und Führungskräften auf den Zahn fühlen. Heute mit Post-Generaldirektor Stellvertreter und Vorstand für Briefe und Finanzen, Walter Oblin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben an einem Montagmorgen. Sehr gerne. Nachdem wir schon Ihre Vorstandskollegen Georg Pölzl und Peter Umumdum begrüßen durften, bilden Sie heute das goldene oder komplettieren Sie heute das gelb-goldene Trio. und ich gebe direkt weiter an Thomas, der Sie heute mit einigen Fragen löchern wird. Wir werden ihn auf den Zahn fühlen. Nicht so streng, keine Sorge. Wir wollen auch ein bisschen die Person hinter der Position kennenlernen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Ja, unbedingt. Daria, vielen herzlichen Dank, dass du das auch heute machst. Der Max, der normalerweise hier sitzt, der hat leider ist ein bisschen erkrankt und du bist eingesprungen und finde es ganz großartig, dass wir das auch einmal gemeinsam machen. Aber natürlich, Walter, herzlichen Dank, dass du da bist. Riesenfreude. Du bildest sozusagen wirklich das dritte Glied der, ich würde mal sagen, südösterreichischen Phalanx bei der Post. Der Postvorstand ist unglaublich, wenn man so möchte, homogen. Wir reden über lauter Technikabsolventen. Also auch du hast Technik studiert, in deinem Fall Maschinenbauwirtschaft, auch in Graz, wie Peter und Georg. Und bist zwar Kärntner und kein Steirer, aber dementsprechend ein Südösterreicher. Finanzvorstand mittlerweile seit über 10 Jahren. Wir kennen uns, glaube ich, ein bisschen länger als das. Das heißt, ähnlich wie auch bei Peter Umundum und Georg Pölzl, schon eine sehr lange Beziehung. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, da zu sein. Sehr gerne, freue mich sehr. Deine Karriere, wir haben mit dem Peter Umundum zuletzt gesprochen. Er ist von 2 ehemaligen McKinsey-Beratern umgeben. Er hat das recht locker genommen, fand das eigentlich ganz positiv. Es ist ja nicht nur so, dass ihr beide von McKinsey kommt, sondern natürlich auch ein Teil der zweiten Führungsebene der Post. Das merkt man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird. Für uns als Portfolio-Manager, wir kommen dann später noch einmal darauf, ein Fels in der Brandung, wenn man so möchte. Wir kommen auf diese Positionierung dann auch noch zu sprechen. Du warst nach McKinsey kurz in einem Unternehmen im kaufmännischen Bereich tätig, bei der Sortec, bist aber dann relativ bald schon in die österreichische Post AG gekommen, hast zuerst die Konzernstrategie geleitet. Das ist auch ein Thema, das wir uns heute ein bisschen näher anschauen werden. Wie denkt man überhaupt Strategie? Und bist jetzt eben seit über 10 Jahren Vorstand für Finanzen, aber eben auch seit 3 Jahren stellvertretender Generaldirektor und für das Briefgeschäft verantwortlich. Und damit möchte ich auch gleich in den ersten Teil eintreten, nämlich in das Thema Organisation, Finanzvorstand. Was macht man da eigentlich so? Ich habe es auf der Website gesehen, du hast eigentlich 8 Verantwortungsbereiche so unter dir. Das ist ein ganz schön breites Feld. Genau. Also du hast ja schon sehr viel erklärt, wir sind zu dritt im Vorstand, jeder von uns hat eine Querschnittsverantwortung, aber auch eine Geschäftsverantwortung. Bei mir ist sozusagen die Querschnittsverantwortung ist das Finanzressort als Finanzvorstand, das war sozusagen die ausschließliche Tätigkeit, wenn man so sagen möchte, meiner ersten 7 Jahre als Vorstand und dann haben wir vor 4 Jahren den Vorstand verkleinert und da hat jeder dann ein Job Enrichment, wie man manchmal sagen, bekommen. Bei mir ist das spannend bleibt. Genau, damit es spannend bleibt, damit es abwechslungsreich bleibt. Bei mir war das Briefgeschäft eben, also macht nach wie vor die Hälfte unseres Umsatzes aus und ist nach wie vor der stärkste Ergebnisbringer. Und insofern habe ich sozusagen einerseits diese Geschäftsverantwortung für das Briefgeschäft mit einem Kollegen, der das Briefgeschäft operativ leitet, einem Geschäftsbereich Business Solutions, wo wir rund um das Briefgeschäft Geschäftsprozesslösungen für große österreichische Banken, Versicherungen für den öffentlichen Sektor anbieten. Das sind Dinge wie Scannen, Kuvertieren, Drucken. Von Digitalisierung von Eingangspost, also Scannen, Auslesen, mit maschineller Intelligenz bearbeiten. Mhm. Und auf der sozusagen Ausgangsseite im Dokumentenbereich drucken wir jeden 5. Brief, den wir auch zustellen. Mhm. Kontoauszüge, AGB-Aussendungen, Telekom-Rechnungen etc. Mhm. Also das Briefgeschäft, das Geschäft Business Solutions, also sozusagen sind die Bereiche, wo ich Geschäftsverantwortung habe. Und als Finanzvorstand sind es einerseits die Kernfinanzressorts, das ist der Bereich Controlling, also das ganze Thema Planung, Reporting, Managementberichte, Nachsteuern, das Thema Rechnungswesen, also Buchhaltung, Bilanzierung, Themen wie Steuern, viel auch mit Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir da dieser Tage auch zu tun. Mhm. Auch Treasury ist da natürlich dabei, das ganze Liquiditätsmanagement, Finanzierung.
Dann auch kurz zu erklären, das ist immer so, Treasury ist so ein Begriff, der immer wieder kommt. Da geht es einfach darum, dass man ausreichend Liquidität, also quasi Cash-Vorräte hat, wenn man sie braucht. Ne? Genau, so, da geht es einerseits darum, sicherzustellen, dass das Unternehmen liquider ist, dass man immer Gehälter, Rechnungen etc. bezahlen kann. Ja, manchmal hat man auch ein bisschen Geld am Konto, dann geht es darum, das richtig zu veranlagen. Mhm. Sozusagen einerseits doch eine gewisse Rendite zu erzielen, aber als Unternehmen auch nicht zu spekulieren. Ja. Und ja, typischerweise die meisten Unternehmen haben eben auch einen gewissen Finanzierungsbedarf. Da geht es darum, Darlehen, Schuldschein, also klassische Bankdarlehen, Schuldscheindarlehen, vielleicht einmal eine Anleihe zu begehen. Ja, das ist Treasury. Ja. So, dann gehört der Rechtsbereich zu mir, dann gehört die IT zu mir. Das ist sozusagen etwas, was die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen ist und einen auch jeden Tag sehr, sehr fordert eigentlich. Welche Größenordnung ist das ungefähr, IT? Ja, also wir haben sozusagen im Haus haben wir wahrscheinlich in Summe, also im gesamten Konzern haben wir 700, 800 IT-Spezialisten. Mhm. Zu mir gehört so die Konzern-IT. Also IT ist ja am Ende auch in Zeiten von Digitalisierung nicht etwas, was ganz starr immer abgrenzbar ist. Bei digitalen Geschäften ist sozusagen fast jeder ein IT-Spezialist. Ja. Aber zu mir gehört eben die klassische Konzern-IT, die eben die das Unternehmen IT-mäßig am Laufen hält. Die übergeordneten Programme, Software. Anwendungsentwicklung, ja genau. Also es ist schon sehr, sehr, sehr tiefgehend, vom Betrieb bis zur Anwendungsentwicklung. Mhm. Ungefähr 500 IT-Spezialisten, Tendenz stark wachsend. Mhm. Dann gehört noch der Immobilienbereich zu mir. Das ist bei der Post auch ein größerer Bereich. Wir bewirtschaften in Österreich 1,2 Millionen Quadratmeter. Das ist mehr als das eine oder andere börsennotierte Immobilienunternehmen an Portfolio hat. Ja, und dann gehören sozusagen auch die Finanzverantwortlichen unserer großen Geschäfte direkt sozusagen zu meinem Portfolio, also der Finanzvorstand der Bank, auch wenn die Bank natürlich eine eigene Aktiengesellschaft ist, aber indirekt Coach ist sozusagen das auch meine Coaching-Verantwortung. Das sind dann diese sogenannten fachlichen Reporting-Lines, wenn man so sagt, quasi disziplinär kann man irgendwo bei jemand anderen hängen, aber fachlich ist vor allem die Risikoseite, glaube ich, auch der Bank 99 nicht. Ja, also Finanzrisikovorstand, der Marktfolgevorstand sozusagen. Ja. Ja. Ich sitze ja auch im Aufsichtsrat der Bank, das ist natürlich das formale Gremium und zu meinem Führungsteam. Ja. Gehört der Kollege auch dazu. Das ist sehr umfangreich. Ich meine, da sind schon auch eine große Anzahl an Personen. Ist da tägliche Interaktion oder wöchentliche Interaktion? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich habe so einen Rhythmus mit meinen Direct Reports, dass wir so zwei wöchentlich einen schon fix haben, wo wir sozusagen unter vier Augen dann verschiedene Themen besprechen. Dann habe ich so alle 2 bis 4 Wochen so einmal alle Kollegen zusammen. Es sind ja doch die gemeinsamen Themen, nicht so, dass man da jeden Tag, ist dann auch nicht sehr effizient, weil es doch sehr unterschiedliche Themen sind. Ja, ja, und dann sieht man sich aber, würde sagen, doch irgendwie alle 2-3 Tage irgendwo in verschiedenen Meetings, mal ein Lenkungsausschuss zu einem Projekt da, eine Aufsichtsratssitzung dort. Ja. Also wir haben schon sehr viel Kontakt und dann telefoniert man dazwischen zu aktuellen Themen. Du sprichst das gerade an, quasi mal einen Lenkungsausschuss dort, einen Lenkungsausschuss da, mal ein Projekt. Dein Alltag ist im Meeting. Genau, also der Alltag ist ein sozusagen von mit Terminen durchgetakteter Tag typischerweise, der halt irgendwie so, weiß nicht, gegen 9 beginnt und würde sagen, die klassischen Besprechungen dann irgendwo gegen 18, 18.30 vielleicht enden, manchmal früher, manchmal später, dann kommt vielleicht noch die eine oder andere Abendveranstaltung dazu, mal ein internes Abschluss-Meeting eines Projektes, wo man auch mal was feiert oder irgendeine externe Veranstaltung. Mhm. Als Postvorstand geht es auch darum, ein bisschen in der Stakeholder-Community sein Gesicht zu zeigen, sich zu vernetzen. Ich habe ja auch eine Kundenverantwortung. Jedes österreichische Unternehmen ist auch Briefkunde der österreichischen Post. Mhm. Viele sehr große Kunden im Handel, Banken, Versicherungen mit zweistelligen Millionen umsetzen. Da geht es auch darum, Kundenbeziehungen regelmäßig zu pflegen. Bei Georg Bölz hat das immer auch so griffig immer dargestellt. Es ist eben so, der Kunde der Post ist nicht zwingend quasi der Privatkunde, von dem man glaubt. Das ist der Empfängerkunde, der kriegt das zugestellt. Aber eure Umsätze erwirtschaftet ihr typischerweise natürlich mit den großen Unternehmen, die eben viel Post versenden. Genau, also wir stehen in der Mitte zwischen einem Versender und einem Empfänger. Mhm. Also der Versender ist zu über 90% typischerweise ein Geschäftskunde. Mhm. Im Paketgeschäft sind es die großen Online-Händler. Ist das auch im Briefgeschäft so 90-10? Ja, es ist ungefähr eher noch stärker ausgeprägt. Ja, der private Brief, muss man sagen, ist in Österreich fast schon ausgestorben.
wenn man so sich überlegt, was jeden Tag so im Briefkasten landet, dann sind es halt Rechnungen, Versicherungen, manchmal Sponsoring-Post, Fundraising-Post. Weihnachten ist vielleicht noch ein bisschen eine, wo man noch ein bisschen private Briefe schreibt. Genau. Nichtsdestotrotz, quasi dein Bereich, du hast vorher gesagt, 50% der Umsatzgrößenordnung, vielleicht ein paar so roughe Zahlen zur Einordnung. Was sprechen wir da momentan bei der Post, Umsatz und auch Gewinnanteil? Ja, also die Post, vielleicht da kurz die Eckdaten, wir haben ungefähr 2,5 Milliarden Umsatz letztes Jahr gemacht, 2022 sogar genau. Ich habe letzte Woche Hauptversammlung gehabt, deswegen habe ich die Zahlen alle ganz gut im Kopf. Habe ich sonst auch meistens ganz gut im Kopf. Ja. Letztes Jahr 188 Millionen Ergebnis, also das ist eine EBIT-Marge von ungefähr 7%. Mhm. Marktkapitalisierung ungefähr je nach Aktienkurs 2,4, 2,5 Milliarden Euro. Also wir sind so ein internationalen Vergleich, würde man wahrscheinlich sagen. In Small Cap in Österreich können wir so zu den größten 10, 15 Unternehmen nach Marktkapitalisierung, ungefähr 20.000 Mitarbeiter in Österreich, 30.000 Mitarbeiter international. Wir haben ein Geschäftsportfolio in Osteuropa, Südosteuropa und in der Türkei. Das Briefgeschäft ist sozusagen eines der zwei starken Beine des Unternehmens, historisch eigentlich das Geschäft, das den Großteil des Postumsatzes ausgemacht. Mittlerweile haben wir ein Paketgeschäft, das in etwa die Hälfte, knapp die Hälfte des Umsatzes ausmacht, und das Briefgeschäft ist eben noch immer ungefähr die Hälfte. Und vom Ergebnis ist es sozusagen die Cash-Cow des Unternehmens nach wie vor, wo wir ein relativ starkes dreistelliges Ergebnis erwirtschaften. Okay. Wir haben vorher, du als Finanzvorstand, da gibt es dieses Schlagwort der sogenannten Equity Story. Es ist jetzt auch schon ein bisschen so durchgekommen und ich habe am Anfang auch schon die Post als Fels in der Brandung bezeichnet. Wenn man sich das ansieht bei euch auf der Website, dann sind das Worte wie solide, nachhaltig, Commitment, Berechenbarkeit. Ja. Kannst du diese Geschichte, was ist eine Equity Story, warum braucht es die, wem erzählt man die? Und was hält quasi außer diese Begriffe die Equity Story der Post zusammen? Ja, also für mich ist die Equity Story sozusagen eigentlich das, warum ein Aktionär in die Post investieren sollte, warum jemand Postaktien kaufen sollte. Quasi, was versprechen wir, was versuchen wir jeden Tag, also wie versuchen wir das Unternehmen jeden Tag zu führen, dass am Ende diese Equity Story, dieses Versprechen auch irgendwo Tag für Tag, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr erfüllt wird. Und bei uns ist, glaube ich, das Versprechen oder die Erwartung, die wir bei Aktionären eben versuchen zu erfüllen, ist, ein defensiver Dividendenwert zu sein. Defensiv heißt, dass wir sind nicht das Unternehmen, das jedes Jahr 30% wächst. Ja? Wir haben es geschafft, stabil zu sein und jedes Jahr im kleinen einstelligen Prozentbereich sehr wohl zu wachsen, trotz eines rückläufigen Briefgeschäfts. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen auf die Dynamik unseres Portfolios zu sprechen. Vereinfacht gesagt kann man sagen, wir haben ein Briefgeschäft, das seit 2008 in Österreich mengemäßig zurückgeht, wie überall auf der Welt, weil halt digitale Kommunikation die papiergebundene Briefkommunikation zunehmend ersetzt. Aber es bleibt nach wie vor ein starkes Geschäft für die Post und einen Wachstumsbereich, das ist das Paketgeschäft. Drumherum haben wir noch ein paar andere Themen, Bank etc., kommen wir dann dazu. Und sozusagen zurück zur Equity Story. Im Prinzip ist seit dem Börsengang ist unser Ziel hier, ein stabiles Unternehmen zu sein, das auch in schwierigen Zeiten, auch in Krisenzeiten stabile Umsätze hat, Geld verdient und eine Dividende zahlen kann. Das haben wir auch mittlerweile, glaube ich, in drei globalen Krisen gut gezeigt. In 2009, 2010, als das Unternehmen sehr stabile Umsätze hatte, vernünftige Ergebnisse erwirtschaftet hat, eine attraktive Dividende zahlen konnte. Im Jahr 2020, wenn wir uns zurückerinnern, als die Pandemie bei uns hereingebrochen ist, haben viele Unternehmen sogar die Dividende, die sie schon beschlossen hatten, gecancelt, weil sie die Liquidität, das Geld zusammenhalten wollten. Wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht, wir haben gesagt, wir stehen zu unserem Dividendenversprechen, haben eine attraktive Dividende gezeigt und haben dann auch gezeigt, dass wir ein stabiles Geschäftsmodell haben. Ja, die Post konnte auch in der Pandemie, konnte und musste, es war Privileg, aber auch Verpflichtung, arbeiten, war Teil der kritischen Infrastruktur. Und auch jetzt in der Ukraine, Energie, wie auch immer man die aktuelle Krisensituation nennt, glaube ich, haben wir gezeigt, wir haben ein stabiles Geschäftsmodell. Und ja, also es ist dieses defensiv stabil in Krisenzeiten auch ein relativ sicherer Hafen zu sein, in dem man investiert bleiben kann. Und auf der anderen Seite eben dieses Dividendenversprechen. Wir haben eine Dividendenpolitik, wo wir seit dem Börsengang versprechen, mindestens 75% unseres Nettoergebnisses auszuschütten.
ja, und da haben wir jetzt 17 Jahre Track Record und das jedes Jahr gemacht. Ja. Und schon das beeindruckend, ich meine jetzt also, ich glaube momentan rund 6% Dividendenrendite oder so, ich glaube für die Leute da draußen ist das eine Zahl, die man oft gar nicht glauben kann, dass man hier sozusagen auf seinen Kaufpreis hier eine 6%ige Rendite bekommt, ohne dass man seine Anteile verringert. Das ist ja am Ende des Tages die Dividende, die Gewinnausschüttung, deshalb warum man eigentlich Aktionär wird, eben nicht aus einer spekulativen Sicht, zumindest das, was wir in unserem Portfolio-Management-Arbeit machen, sondern aus einer langfristigen, nachhaltigen Mitverdienerperspektive am Unternehmen. Jetzt verdient ihr knapp 52% eures Ergebnisses für die österreichische Bevölkerung über die Beteiligung der ÖPAG, der österreichischen Beteiligungs AG, knapp 48% im Streubesitz, wobei natürlich auch da wahrscheinlich einige größere, stabile Halter dabei sein werden. Ein Thema, das immer wieder vielleicht auch gar nicht so transparent ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wem das alles gehört, oder? Richtig, man hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Ja. Bei uns ist es der Kernaktionär österreichische Beteiligungs AG, die ÖPAG mit den 52,7%. Und dann führt man regelmäßig gewisse Untersuchungen durch, wie die Aktionärsstruktur sonst aussieht. Das sind natürlich überwiegend institutionelle Investoren. Da ist natürlich mittlerweile auch ganz viel sogenanntes passiv gemanagtes Geld dabei, also ETFs, Index-Tracker, wo im Wesentlichen Computer halt irgendwo Aktien kaufen und verkaufen, um einen Index abzubilden. Mit denen kann man auch nicht mehr sprechen, wie mit dem klassischen Fondsmanager. Ja. Wir haben auch private Aktionäre natürlich dabei, viele Mitarbeiter, die in der Postaktie investiert sind. Aber wie du vorhin gesagt hast, man führt Erhebungen durch. Also das ist jetzt nicht, was man auf einem Knopfdruck quasi irgendwo sehen kann, sondern man muss im Wesentlichen qualitativ zunächst einmal schauen, um irgendwelche quantitativen Zahlen hier zu bekommen, wem gehöre ich eigentlich? Und bis ins letzte Detail kann man es eigentlich gar nicht erfahren, weil die Transparenzketten zwischen den sogenannten Verwahrstellen einfach nicht vollständig gegeben sind. Genau. Und das ändert sich auch jeden Tag. Es werden jeden Tag Aktien gehandelt. Ja. Fonds kaufen, verkaufen, gibt es auch Hedgefonds, die dann mal einsteigen und auch irgendwie Leerverkäufe machen etc. Ja. Bei uns Gott sei Dank eher seltener und weniger ausgeprägt, deswegen haben wir auch ganz guten, stabilen Verlauf, glaube ich. Aber ja, ist in der Tat, man weiß nie genau, wer Aktionär ist. Ein Thema, das, bevor wir sozusagen für das aus meiner Sicht zumindest noch spannende Thema, nämlich Portfoliostrategie kommen, das ich schon anschneiden wollte, weil du auch unser erster Finanzvorstand bist, der hier sitzt, ist diese grundsätzliche Frage des Jahreszyklus in deinen Kernbereichen, nämlich des Rechnungswesens und das Erstellen der Berichte. Ja. Jedes Jahr gibt es einen Jahresbericht, es gibt Quartalsberichte, da muss ein Radl laufen im Hintergrund. Ja. Wie läuft dieses Rad grundsätzlich und ist man da überhaupt noch involviert oder sind das so stabile Prozesse, dass das eigentlich von alleine geht? Ja, also das Jahr gliedert sich einmal in 12 Monate, nicht? wo jedes Monat läuft ein Monatsabschluss, also da läuft ganz viel automatisiert. Wie schnell geht das? Wie schnell hast du da Zugriff? Also wir haben so am zweiten, dritten Arbeitstag nach Monatsabschluss haben wir so die ersten Umsatzflashes, wie wir das nennen, also wo wir fürs Portfolio ungefähr eine sehr präzise Einschätzung schon bekommen auf Basis 95% gebuchter Rechnungen, wo der, oder eigentlich fast 100% gebuchter Rechnungen, wo der Umsatz zu liegen kommt. Ist das, was macht das? Ist das SAP oder was sind das für Systeme? Genau, also wir haben wie viele große Unternehmen haben wir SAP im Einsatz, aber die Herausforderung ist dann halt über 50 Beteiligungen da einen Konzernumsatz zu konsolidieren. Ja. Aber ich würde sagen, also am dritten, vierten Arbeitstag wissen wir ganz gut, welchen Umsatz wir im Konzern hatten. Zwei, drei Tage später kommt so ein EBIT-Flash, wie wir das nennen, also wo dann auch die Ergebnisse alle durchgebucht sind. Mhm. Vielleicht auch da ganz kurz EBIT, so ein Begriff, ich kann mich noch erinnern aus meiner Zeit in Kalifornien, da gab es Leute, die gingen liefen mit T-Shirts herum, wo EBIT oder EBITDA drauf stand. Wir sprechen über Earnings before Interest and Taxes, also genau. So eine operative Leistungskennzahl, das heißt das Ergebnis, bevor ich irgendwie Steuern und Zinsen, also die ganze Finanzierungsbrille des Unternehmens mit einbeziehen würde und in dem Fall allerdings schon mit Nachabschreibung, also sozusagen was den Refinanzierungsbedarf des Unternehmens in die Investmentsseite sehen würde. Genau. Also jetzt vereinfacht gesagt, danke für die Erläuterung und sorry, dass man da doch mit ein paar das ist ganz Abkürzungen normal. Und ein bisschen Jargon agiert, aber im Wesentlichen für ein Unternehmen ist entscheidend, dass man Kunden hat und mit denen Umsätze macht, das ist sozusagen das Geld, das reinkommt, das ist nicht gleich der Gewinn, weil da hat man noch eine Kostenstruktur, Gehälter, bei uns ganz viel Transportdienstleistungen, Abschreibungen etc. Mhm. Und die zweite wichtige Kennzahl ist eben Gewinn und Gewinn, sozusagen gibt es verschiedene
Zeilen der Gewinn- und Verlustrechnung, die man da typischerweise heranzieht. Für uns ist eigentlich die Hauptkennzahl ist das EBIT, das ist, so wie du richtig gesagt hast, das operative Ergebnis nach Abschreibungen, aber eben vor Steuern und Finanzierungskosten. Abschreibungen vielleicht auch noch ganz kurz. Also im Wesentlichen eine über die Jahre geglättete Investitionspolitik, wenn man so sagen möchte. Also wo man halt sagt, aufgrund der Buchhaltung, wenn ich einmal etwas kaufe, dann muss ich das nicht auf einmal sozusagen direkt in mein Ergebnis hineinbringen, sondern erst über viele Jahre, weil ich benutze es ja auch über viele Jahre. Genau. Das ist im Wesentlichen sozusagen eine buchhalterische Größenordnung, die darstellen soll, wie sich ein großes Investment auf mein jährliches Ergebnis einstellt. Genau, die Idee einer Gewinn- und Verlustrechnung ist sozusagen periodengerecht irgendwie. Einerseits der Leistung, die man in der Periode erbracht hat, die Umsätze darzustellen. Ja. Auch bei Umsatz ist nicht immer das Geld, das reinkommt, landet in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja. Gibt es manchmal eine Einmalzahlung vielleicht für eine Leistung, die man über zwei, drei Jahre erbringt. Die wird dann auch abgegrenzt. Abgegrenzt, genau. Und auf der Kostenseite ist es quasi der Ressourcenverbrauch, monetär bewertet, der in einer Periode stattfindet. Und das ist eben, wenn man ein Logistikzentrum hat und das über 30 Jahre abschreibt, dann wird ein Dreißigstel dieser Ressource, die man investiert hat, quasi in dem Jahr verbraucht. Das ist und das macht es ja regelmäßig, Logistikzentren bauen. Jetzt haben wir gerade 500 Millionen haben wir in Österreich investiert, um im Paketgeschäft wachsen zu können, eine performante Infrastruktur zu haben, schnell Pakete zustellen zu können. Quasi mal das Monat ist einmal die schlägt den Takt, und dann viermal im Jahr am Quartalsende, das haben wir gerade hinter uns eben, Anfang April, wird dann ein sogenannter Quartalsabschluss gemacht, ein Quartalsergebnis, also die Monatsabschlüsse sind sozusagen intern, der Quartalsabschluss wird extern kommuniziert, da kommunizieren wir dann ein Quartalsergebnis und und da bringt man sich dann als Finanzvorstand ein bisschen ein, da gibt es dann das eine oder andere Bilanzierungsthema, wo man innerhalb einer verpflichtenden Rechnungslegung, die man natürlich zu beachten hat, einen gewissen Ermessensspielraum vielleicht noch hat oder wo gewisse Fragen, die eine Beteiligung, die vielleicht ein bisschen schwieriger läuft, wo man untersuchen muss, gibt es hier einen Abschreibungsbedarf oder ein, Also die großen Entscheidungen dann. Das ist aber auch nur nach wie vor intern. Also wir sind auch bei der Quartalsbilanz. Genau, das ist sozusagen die Bilanzierung, die ist dann intern und dann kommt quasi ein Quartalsabschluss und der wird dann extern veröffentlicht. Aber noch nicht extern geprüft? Nein, der wird nicht geprüft, wobei wir natürlich Usus ist, dass man schwierigere oder ein bisschen herausforderndere Themen auch unterjährig mit dem Wirtschaftsprüfer diskutiert. Sozusagen der Höhepunkt des Jahreszyklus im Finanzbereich ist natürlich der Jahresabschluss, wo dann auch die Wirtschaftsprüfung läuft, also ein externer Wirtschaftsprüfer, in unserem Fall ist es die BDO, eben die Bücher des Unternehmens prüft, von der Frage, ist das Geld, das wir ausweisen auf unseren Konten, ist das auch tatsächlich bei den Banken vorhanden, also haben wir auch Erlebnisse gehabt, möchte jetzt keine Namen nennen, wo man irgendwann draufgekommen ist, dass das nicht da ist. Über die Frage eben, werden gewisse Rückstellungen im Personalbereich, Abfertigungsrückstellungen, Jubiläumsgehen, werden die richtig gebildet? Das heißt, das sind Positionen dann, die dann sozusagen als Verpflichtung des Unternehmens für viele Jahre mehr oder weniger heruntergebrochen werden auf den Wert von heute. Und das ist natürlich ein Prozess, der mit vielen Variablen einhergeht, nicht? Also quasi wie die Verzinsung in Zukunft aus, was kann ich damit verdienen? Also das ist am Ende des Tages dieser Rückstellungsprozess, wo man sich einfach fragt, quasi, wenn ich alles heute zahlen müsste, wie viel müsste ich auf die Seite geben? Genau. Ja. So, und dann gibt es halt Fragen, ob die Vermögenswerte, die man in einer Bilanz aufweist, von Firmenwerten über Investitionen, die man aktiviert hat, sind die auch werthaltig? Ja. Also wir haben ein Auto, ist da jetzt am einfachsten Beispiel, wir haben 8000 Zustellautos, ist der Wert, den wir in der Bilanz haben, entspricht das auch dem Wert dieser Autos, das ist vielleicht die einfache. Wie lange ist dann die BDO da bei euch im Haus oder wie kann man sich so einen Prüfungsprozess vorstellen, wie lange dauert das? Also das beginnt mit der sogenannten Vorprüfung, die Kollegen kommen dann meistens so im Herbst, so Oktober, November und da wird schon mal irgendwo 80% einmal der wesentlichen Sachverhalte wird durchgegangen, einmal vorgeprüft, wie man das nennt, damit man dann, also es ist dann die
wenn dann einmal das Jahr vorbei ist, dann muss alles sehr schnell gehen. Also dann weiß nicht, haben wir irgendwo, wenn wir aus den Weihnachtsferien zurückkommen, sozusagen sind die Zahlen einmal gebucht. Dann, wie gesagt, gibt es ein paar größere Fragen und dann sagt das Unternehmen, das ist jetzt mein Abschluss. Und ja, Mitte, Ende Februar müssen wir diese Berichte bereits an unseren Aufsichtsrat verschicken und dann hat man in Wahrheit 2-3 Wochen Zeit, wo diese doch sehr komplexe, dieses komplexe Zahlenwerk, das ja aus 50 Gesellschaften, die auch einzeln geprüft sind, besteht, dann auch prüfen muss. Deswegen wird da ganz viel vorher geprüft und dann quasi nur noch die letzten Zahlen nochmal kritisch angeschaut und final geprüft. Ja. Super, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir leiten gleich über zum nächsten Thema. Ich glaube, das uns beiden besonders am Herzen liegt hier. Ich fühle mich ja sozusagen innerhalb der österreichischen Post immer ein bisschen als ehemaliger Post-Consulting-Beruf Berater. Zumindest ein großes Thema, das wir hatten, das man hier McKinsey entgegenstellen kann, die Portfoliotheorie und Portfoliostrategie, die auf unseren, sozusagen, wenn man so möchte, meinem ehemaligen Arbeitgeber, auf dessen Arbeit gefußt ist, wo man sich einfach überlegt hat, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Unternehmenstypen in einem Unternehmen, wenn man so möchte. Und man hat da diese bekannte oder weniger bekannte in unserem Zuhörerkreis vielleicht BCG-Matrix damals erfunden. Das ist im Wesentlichen eine Einteilung der Geschäftsbereiche nach ihrer Marktposition und dem Wachstum in diesem Marktsegment. Und da sehen wir bei der Post, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, eine klassische Cash-Cow, also ein Unternehmen, in dem ich eine sehr hohe und sehr gute Marktposition habe, allerdings ein geringes Wachstum, in dem Fall sogar ein rückgängiges Wachstum habe. Ich habe gleichzeitig einen klassischen Star, wie man das genannt hat, also ein Unternehmen, das in einem, wo ich sehr hohe Marktanteile wieder habe, das auch gut wächst, das ist das Paketgeschäft, das allerdings in letzter Zeit natürlich nach dem Ende der Pandemie auch ein bisschen zurückgeht. Und dann habe ich auf der anderen Seite also die Geschäfte, die nicht so ganz toll sind, die sogenannten Dogs, also dort, wo man eigentlich nicht sein will, der Dog, der also schlechte Marktposition, schlechtes Wachstum. Und dann gibt es die Question Marks, hohes Wachstum, aber noch keine besonders gute Position und keine hohe Profitabilität. Jetzt, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, eure Equity Story dreht sich um Solidität, Nachhaltigkeit, Commitment, Berechenbarkeit. Jetzt habt ihr diese starken Felder, in dort, wo die Marktposition traditionell stark ist, wo es auch ein paar natürliche Monopolsysteme gibt, würde ich jetzt einmal sagen. Wie geht man damit um, das Unternehmen überhaupt weiterzuentwickeln? Ihr wollt bis 2030 3 Milliarden Umsatz machen. Bis dorthin ist noch ein bisschen ein Weg. Die Kurve zeigt natürlich in die richtige Richtung, ich würde sagen sogar ein bisschen drüber. Aber nichtsdestotrotz, ihr müsst wachsen. Gleichzeitig versprecht ihr diese Stabilität. Und mir scheint zumindest, als Betrachter von außen, Wachstum muss man sich heute sehr teuer erkaufen. Man muss große Risiken eingehen, damit man überhaupt noch in die Position kommen kann, dass man wieder einen Star oder dann entsprechend dann später auch eine Cashcow im Portfolio hat. Ja, genau. Also ich glaube, du hast sehr schön beschrieben, die Herausforderung, in der die Postindustrie, by the way, weltweit ist, jede Postgesellschaft, also sozusagen, es gibt ja in jedem Land mehr oder weniger historisch gewachsen eine Postgesellschaft, die vor 20, 30 Jahren in einer ähnlichen Situation war wie wir, ein starkes Briefgeschäft, vielleicht noch ein bisschen Telekom, vielleicht ein bisschen Finanzdienstleistungen und davon ausgehend haben sich die Unternehmen schon ein bisschen unterschiedlich entwickelt, aber die Herausforderung ist für alle die gleiche. Man hat historisch das Geld verdient im Briefgeschäft, das ist rückläufig, teilweise sehr radikal rückläufig in manchen Märkten, bei uns moderat rückläufig. Wir versuchen auch alles dazu zuzutun, hohe Qualität, moderate Preise, damit das rückläufig bleibt. Es gibt den Paketmarkt, den E-Commerce-Markt in Wahrheit als große Wachstumsopportunität. Das ist sozusagen unser natürlicher Home-Turf eigentlich als Unternehmen, das eben Logistikleistungen anbietet, das jeden Tag an jeder Tür ist. Da haben Postgesellschaften es geschafft, sehr unterschiedlich in diesem Markt auch kompetitiv mitzuspielen. Von manchen, die das überhaupt nicht geschafft haben, osteuropäische Unternehmen, auch in Westeuropa, das eine oder andere. Weil dann dort die großen internationalen, die UPSs und FedExs, das also genau, weil man es irgendwie nicht geschafft hat, die Kapazitäten bereitzustellen, die Performance, die Kostenstruktur. Das ist ein hochkompetitiver Markt, wenn man es in Österreich erlebt, wo große europäische Konzerne, britische Post, französische Post, deutsche Post mit ihren jeweiligen Töchtern, GLS, DPD, DHL, entweder selbst aktiv sind. DHL ist dann in den Markt eingetreten. Ja. Da haben wir sie nach einigen Jahren überzeugen können, dass sie besser mit uns als gegen uns arbeiten. Ja.
Wir haben Amazon als großen Kunden mit einem eigenen Zustellnetz. Auch es ist ein hochkompetitiver Markt, aber Das ist sozusagen trotzdem die Wachstumsopportunität aller Postgesellschaften. Und wie gesagt, manche haben es geschafft, da mitzuspielen, manche weniger. Ich glaube, wir sind ganz gut mit dabei und wir sehen das eben auch als Wachstumsopportunität über Österreich hinaus. Deswegen das Investment in Südosteuropa, deswegen der Schritt in die Türkei. Ja. Und auch ein Schritt darüber hinaus, habe ich zuletzt gehört. Genau, wir haben jetzt ein kleines Pflänzchen auch in Aserbaidschan. Ja. So, die Türkei ist natürlich auch ein Brückenkopf, wenn man so will, da in interessante, aber auch sehr herausfordernde, geopolitisch natürlich sehr herausfordernde Märkte. Aserbaidschan ist noch so ein etwas ruhigerer Markt da rund um die Türkei herum. Da gibt es ja eher schwierige Märkte ansonsten. Zu deiner Frage eben, also wir glauben, dass das Briefgeschäft schon noch lange ein wesentlicher Bestandteil, wesentlicher und profitabler Bestandteil unseres Geschäftes ist. Also ich erlebe das jetzt schon das 14. Jahr und sozusagen die Erwartung, das Briefgeschäft schrumpft und wann ist das komplett weg und so weiter, die beschäftigt uns seit 14 Jahren. Wir haben es jetzt 14 Jahre geschafft, das umsatzmäßig sogar fast stabil zu halten, auch ergebnismäßig auf einem hohen Niveau. Und wir glauben schon, dass das Briefgeschäft nach wie vor relevant sein wird, noch für viele Jahre. Wir haben es gerade in der Pandemie, auch jetzt in der Teuerung erlebt, dass das Briefgeschäft eine sehr hohe Relevanz hat, von Impfkommunikation, Testkommunikation, Maskenversand, Klimabonus, den wir letztes Jahr, es gibt auch immer wieder Opportunitäten, Briefwahlen. Ja. Ja. Dann ist sicherlich in unserem Portfolio, ist, so wie du das richtig beschrieben hast, das Paketgeschäft ist das Geschäft, wo wir glauben, wo wir eine starke Marktposition haben, nach wie vor ein Marktwachstum sehen. Ja, wir sind jetzt in einem sehr, sehr stürmischen Wachstum, in einer Konsolidierungsphase, wo, glaube ich, da ein bisschen jetzt mal ein Durchatmen passiert. Mhm. Ja, die Menschen haben natürlich jetzt 2-3 Jahre alles gekauft, jetzt wollen sie wieder reisen, ausgehen. Ja. Inflation führt dazu, dass sie weniger. Aber langfristig ist Österreich, alle unsere Märkte sind hinter UK, also hinter reiferen E-Commerce-Märkten wie UK, USA zurück, die wachsen weiter. Mhm. Und wenn man so Pakete pro Kopf, haben wir noch einen ordentlichen Aufholbedarf, um die gleiche Penetration. Kann man fast nicht glauben, nicht bei all den Paketen, die wir schon irgendwie durchs Land schicken. Genau, also wir glauben, da gibt es noch viel an Wachstumspotenzial, auch geografisch haben wir da weiter Wachstumsmöglichkeiten. Ja, und dann haben wir durchaus ein paar weitere Pferde im Rennen und eines, wo wir in der Tat ein größeres Investment eingegangen sind die letzten Jahre, ist unsere Bank, die Bank 99. Wir glauben fest daran, dass eine Post im Finanzdienstleistungsgeschäft eine Opportunität vorfindet. Mhm. Warum? Wir haben ein Filialnetz. Ja. Auch wenn Banking natürlich zunehmend digital stattfindet, gibt es doch sehr viele Menschen, die eine Anlaufstelle, eine persönliche Anlaufstelle für Bankgeschäft brauchen. Wir haben ein Filialnetz, wo wir quasi zu Grenzkosten auch Bankdienstleistungen anbieten können. Das ist ein großer Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen Bankgeschäften. Wir haben eine starke Postmarke, die dafür steht. Wenn du zu Grenzkosten sagst, das ist, glaube ich, das auch so ein Begriff, der ganz spannend ist. Das heißt im Wesentlichen, du hast bereits Infrastruktur da. Genau. Die Filiale ist sozusagen da, die Frau oder die Postlerin oder der Postler hinterm Schalter ist da, das Bargeld ist in der Kasse und es ist mit relativ wenig Zusatzkosten möglich, hier auch Bankgeschäfte zu machen, Einzahlungen, Auszahlungen, dem Kunden ein neues Konto zu eröffnen, vielleicht ein einfaches Kreditprodukt zu vermitteln, Kreditkarten etc. Also genau, geringe Zusatzkosten auf Basis einer bestehenden Infrastruktur, während eben andere Banken, die nur ein Bankgeschäft haben, eine Filiale quasi nur mit dem Bankgeschäft verdienen müssen. Ja, ja. So. Und da investieren wir kräftig, glauben auch, dass wir da jetzt die Phase der Hochlaufverluste bald hinter uns lassen werden, wollen da nächstes Jahr Break-Even erreichen und dann eigentlich in die Gewinnzone kommen. Die Zinswende gibt uns da auch einen Rückenwind. Ja, ja, und dann haben wir immer wieder so, ich würde sagen, Optionen für die Zukunft, wo wir kleinere Geschäfte haben, wo wir glauben, dass sich die auch entwickeln können. Fulfillment zum Beispiel, also die Lagerlogistik, die Verpackung für E-Commerce-Händler, Software, IT-Geschäfte, Betrieb und Bau von Online-Shops. Ja. Also es gibt da ein Portfolio an Optionen, das sind kleinere Geschäfte, digitale Werbung. Ja, die Post ist zum Beispiel mit Flugblatt und adressierter Werbepost ein wichtiger Werbekanal für den Handel. Ja, du hast vorher immer schon erwähnt, immer du sprichst bis dato auch immer vom Brief, aber Brief und Werbepost, wie es ja auch offiziell heißt, das heißt, ein großer Teil dessen, was versendet wird, ist natürlich auch Werbepost, also nicht adressierte Post, wenn ich das richtig sozusagen in der Abgrenzung habe. Sowohl adressiert als auch unadressiert, sozusagen die Abgrenzung ist, der klassische Brief hat eher eine Information, eine Rechnung, eine
irgendein Bescheid, der mit der Post kommt. Werbepost ist sozusagen etwas, was an viele geht, mit gleichem Inhalt. Und das gibt sowohl unadressiert als auch adressiert. Unadressiert ist es das klassische Flugblatt, ein sehr, sehr starkes und wichtiges Werbemedium für den Handel, insbesondere für den Lebensmittelhandel, also für Spar, Billa, Hofer, wie alle unsere großen Kunden heißen. Und dann gibt es auch die adressierte Werbepost, das ist also, ich weiß nicht, das Geburtstagsmailing mit einem Gutschein, das man von einem Händler, in dessen Kundenkartei man ist, bekommt. Und das sind natürlich auch strukturell rückläufige Märkte. Und der Trend geht dort natürlich auch in Richtung digitale Werbung. Und da haben wir auch ein paar Pflänzchen, einen Aktionsfinder, eine digitale Prospektplattform. Wir haben jetzt gerade so eine Angebotsplattform Juhu gelauncht. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch alles auch, die Größenordnungen sind natürlich massiv unterschiedlich. Nicht? Ich habe dieses große Briefgeschäft. Ich habe dieses große Paketgeschäft. Das ist alles so ganz core zu meiner Logistik-Basisdienstleistung. Und dann habe ich ein paar so Pflänzchen, wie du sie natürlich auch erwähnst. Und ich habe einerseits diese Equity-Story, die sich ganz stark auf den Core hält. Und andererseits muss ich aber in gewisser Weise, um meine Wachstumsziele zu erreichen, auch da hinein kommunizieren. Ist das tatsächlich häufig ein Zielkonflikt oder sagst du quasi, über dieses Grenzkostenargument komme ich irgendwie hin, am Ende des Tages muss ich etwas bauen, was immer sich sozusagen runterbrechen lässt auf einen Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Und dann macht das alles Sinn. Ja, also ich glaube, es geht da schon auch darum, dass das nicht unabhängige Geschäfte sind, sondern dass das in Summe ein Ökosystem ist, das sowohl beim Kunden zusammenkommt, ja, sei es jetzt ein großer österreichischer Händler, von dem die Post, der sozusagen adressierte Briefe verschickt, der Werbepost verschickt, der Pakete verschickt, der Fulfillment-Dienstleistungen bezieht, aber auch beim Konsumenten, der eben einen Briefkasten hat, der Pakete aufgibt, der vielleicht ein Bankkunde ist, der vielleicht in unserem Marktplatz einkauft. Also es ist schon ein Ökosystem mit einer starken Marke, die wir eben versuchen mit Inhalten, die irgendwie zueinander passen, auch operativ bestimmt zusammengehören und bestimmte Synergien haben, auszufüllen. Ja? Aber natürlich geht es auch darum, auch als Finanzvorstand zu unterscheiden, was sind die Dinge, die uns wirklich auch ökonomisch tragen. Das ist das Briefgeschäft, das Paketgeschäft und hoffentlich in Zukunft auch das Bankgeschäft. Und was sind Themen, die das dann abrunden, Optionen vielleicht für die Zukunft sind, uns diese jeweiligen Geschäfte auch stärken. Ja? Also beispielsweise der Umstand, dass wir eine große Transaktionsdruckerei, also Transaktionsdruck nennt man eben Druck von Rechnungen, Kontoauszügen, Versicherungspolizen etc. Das sozusagen ist auch eine Abrundung des Briefgeschäfts, auch eine gewisse Absicherung, ja, in einem Wettbewerbsumfeld. Also es geht immer darum, auch ein bisschen in diesem Ökosystem zu denken und die Themen nicht ganz alleine zu betrachten. Ökosystem hat auch das Wort Öko drinnen, ein zentraler Baustein der Markenkommunikation der österreichischen Post AG ist das Thema Nachhaltigkeit. Das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, nicht nur in echt. Eure CO2-Reduktionszahlen sind beeindruckend und kommen offensichtlich auch bei den Leuten an. Die Österreichische Post AG ist im Segment Transport und Logistik die Nummer 1 in unserem eigenen Portfolio. Das heißt, aus der Wahrnehmung unserer Anleger in unserem Voting als das am nachhaltigsten wirtschaftende Unternehmen dargestellt. Diese Nachhaltigkeit scheint bei euch alles zu durchdringen, bis hin in deinen Bereich Rechnungswesen und Treasury, in dem auch das Thema Gender Balance angesiedelt ist, habe ich gesehen. Das ist jetzt seit geraumer Zeit so und spiegelt sich vielleicht in den drei wichtigen strategischen Säulen wieder. Wie würdest du das sehen? Ja, also wenn man auf unsere Strategiekommunikation schaut, dann haben wir da vier Stoßrichtungen: Marktführerschaft, Verteidigung, Kerngeschäft, Wachstum, rund um das Kerngeschäft in nahen Märkten, wie wir das nennen. Und sozusagen die dritte Stoßrichtung ist beim Konsumenten noch unser System, Ökosystem auszubauen. Da geht es um die Bank und viele andere. Und in der Mitte ist ein zentraler grüner Pfeil, wie wir das auch verbildlichen. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und ich glaube, da sind wir wirklich Überzeugungstäter, auch mit einem Track Record, wo wir nicht erst seit gestern drüber reden, sondern eigentlich seit mittlerweile 12 Jahren auch tun. Wir haben im Jahr 2011 in Österreich ein Programm CO2-neutrale Zustellung eingeführt, haben damals begonnen, uns mit sozusagen Effizienzmöglichkeiten im,
im Nachhaltig-, also in CO2-Reduktion zu beschäftigen, haben uns mit alternativen Technologien begonnen zu beschäftigen, haben damals die ersten Elektroautos in der Zustellung eingeführt. Da haben wir mittlerweile eben 12 Jahre Erfahrung, mittlerweile eine Elektroflotte von 3000 Autos. Ja, und die ersten Batterien, wie ich gehört habe, die dann ausgebaut werden und dann sozusagen als Batteriespeicherverfähigung weiterverwendet werden. Genau, und viele laufen auch nach 12 Jahren noch exzellent. Haben mit Photovoltaik begonnen und verschiedenen anderen Themen. Ja, und haben jetzt 12 Jahre Track Record, haben jetzt auch nach vorne uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt, minus 30% CO2, also wollen unseren Beitrag zu den 1,5 Grad leisten, etwa bis 2030 minus 30% CO2-Reduktion. Wir und haben das ja immer in steigenden... Bei steigenden Mengen, genau. Bei steigenden Mengen, das steigenden ist ja nicht so einfach. Also am Ende des Tages wird immer mehr gefahren. Es ist gerade diese... sozusagen die Meile zwischen den Verteilzentren, die natürlich die CO2-Belastung auch nach wie vor treibt und trotzdem schafft man es zu reduzieren. Genau. Und eines der wesentlichen Stoßrichtungen ist in der Zustellung, in der letzten Meile, wie wir das nennen, komplett CO2-frei, also CO2-neutral, hat noch mit Kompensation, Zukauf und Zertifikaten, die dann den verbleibenden CO2-Footprint... Ich glaube, das ist auch nochmal ganz ein interessantes Thema. CO2-frei versus CO2-neutral. Also neutral ist immer dieses Wort, das, womit wir alle begonnen haben. In der klassischen Großunternehmertum hat man hat sich woanders etwas gekauft oder quasi kompensiert. Das waren oft diese Regenwaldprojekte, wenn man so gemeinhin sagen darf. Aber hier ist man jetzt auf dem Weg zum CO2-freien. Das heißt nicht mehr nur neutral. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für den Konsumenten draußen, dass die lernen, das zu unterscheiden. Das sind oft so die kleinen Nuancen, die ein bisschen verloren gehen. Aber hier sprechen wir dann tatsächlich über Elektromobilität und sozusagen keine Kompensation mehr, sondern tatsächlich kein CO2-Ausstoß an der Quelle. Genau. Und konkret heißt das, dass wir eben in der Zustellung 2030 in Österreich keinen Verbrennermotor mehr einsetzen wollen. Ja? Mhm. Wir haben letztes Jahr aufgehört, Verbrenner zu kaufen, weil natürlich die Autos bei uns 7-8 Jahre laufen. Ja. Und das ist auf Schiene und das wird passieren. Die Herausforderung ist so der Lkw-Verkehr zwischen den Zentren, wie du richtig angesprochen hast, da muss man ehrlich sagen, also da gibt es noch keine ganz robusten Lösungen, die Industrie bereitstellt. Also eine Option ist Wasserstoff, eine andere Option ist sicherlich auch, sind auch batterieelektrische LKWs. Ja, und natürlich ist es wichtig, Gutes zu tun, aber auch das entsprechend zu kommunizieren. Und da sind wir dann beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch da haben wir sehr viel gelernt haben und eine sehr lange Geschichte schon, haben 2007 den ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, als eines der ersten, würde sagen, Industrie- und sicherlich ersten Logistikunternehmen in Österreich. Und ja, der ist immer größer, umfassender geworden, sind natürlich auch viele gesetzliche Anforderungen dazugekommen. Der letzte ist, glaube ich, 170 Seiten stark. Auch das Thema Diversität ist uns da wichtig. Haben als erstes österreichisches Unternehmen am Frauenkarriereindex, das ist also ein Index im deutschsprachigen Raum, der auch Gleichstellung von Geschlechtern nach verschiedenen Kriterien überprüft, teilgenommen. Ja, und da werden wir draufbleiben und es ist schön, dass das auch gesehen wird. Ja, also was ich mitnehme ist, diese doch sehr, ich würde mal sagen, seine sehr klaren Worte im Hinblick darauf, was das Kerngeschäft der Österreichischen Post AG betrifft und dass dieses berechenbare Geschäftsmodell hier im Vordergrund steht, im Zentrum steht, aber doch ein sehr, sehr starkes Commitment auch zur Bank 99, das ich da höre und die Zinswende, die dem Ganzen ein bisschen einen Rückenwind mitgibt. Kann man das so zusammenfassen? Absolut. Also wir glauben an unsere Opportunität da. Die Bank 99, ich sage immer, ist wahrscheinlich die einzige Bank weltweit, die aus dem Homeoffice in einen ganz strikten Lockdown gelauncht wurde. Wir standen kurz vor dem 1. April 2020 vor der Frage, ziehen wir das jetzt durch oder stoppen wir das, weil das uns alle 14 Tage vorher erst überrascht hat. Wir haben uns entschieden, es durchzuziehen, haben dann trotz Pandemie im ersten Jahr 100.000 Kunden gewinnen können. Dann kam das österreichische Retail-Geschäft der ING-Bank auf den Markt. Da haben wir uns in die Schlacht geworfen, das auch für uns entscheiden können. Und im Resultat und mit weiter organischem Wachstum auch haben wir jetzt eine Bank mit kritischer Masse, 260.000, 70.000 Kunden, 3 Milliarden Bilanzsumme, so einem ganz gut balancierten Geschäft aus Einlagen auf der einen Seite, Kreditveranlagungen, einem Kreditgeschäft auf der Aktivseite der Bilanz. Und die Zinswende hilft, wie allen Banken oder fast allen Banken hilft da.
Und insofern. Da vielleicht auch noch ganz kurz, da darf ich noch referenzieren auf unseren Podcast mit dem Generaldirektor Gasselsberger, der das sehr schön quasi in Worte gefasst hat, wie denn die Zinswende tatsächlich auch den Banken hilft. Im Wesentlichen geht es einfach darum, dass man die Gelegenheit heute hat, mit den Einlagen des Kunden Geld zu verdienen. Genau. Und hier sozusagen eine Balance finden muss natürlich, was man auch auf der Gegenseite auch wieder an Zinsen zahlt, aber da durchaus ein gewisser Zeitversatz da ist und dementsprechend hier wieder. Und das ist ja auch wichtig, Profitabilitätsmöglichkeiten für Banken entstehen, die es eine Zeit lang in dem Bereich eigentlich nicht gegeben hat, auf Basis des Zinsgeschäfts. Richtig. Walter, vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch deine Zeit nicht überstrapazieren. Wir sind zu dem Punkt gekommen, wo ich meine Rolle sozusagen zurückfahren darf und die Vedaria dich bitten darf, heute den Walter durch den Word-Rap zu bringen. Darf ich davor vielleicht auch noch zwei eigene Fragen stellen, die mir jetzt so... Natürlich. Ich hatte gar nicht viele Einwände, ich habe buchstäblich an den Lippen geklebt. Zwei Fragen, die mir noch eingefallen sind. IT gehört auch zu Ihrem Verantwortungsbereich, damit ja auch die Cyber Security. Und man bekommt mit, Palfinger, Rosenbauer sind auch nicht vor Angriffen gefeit. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Ja, also ich glaube, vor Angriffen gefeit ist niemand. Das sieht man selbst die größten, ja, große Nationalbanken, große Technologieunternehmen, Apple, Microsoft etc. sind auch manchmal erfolgreich leider Opfer von Cyberangriffen. Ja, da ist jeden Tag eine Artillerie, die auf jedes Unternehmen einprasselt, auch auf uns. Und da findet halt ein Wettrüsten statt, wo jedes Unternehmen versucht, sich möglichst gut zu verteidigen. Wir investieren da relativ viel in Personal, in Technik, Firewalls, ganz viele Abwehrsysteme, Detection-Systeme, Response-Systeme. Aber vor allem ist natürlich auch der Faktor Mensch ganz wichtig. Mhm. Es geht darum, dass man hier nicht, dass man ausreichend sorgfältig mit seinen eigenen Passwörtern, mit Berechtigungen etc. umgeht, dass man oft ist immer Phishing, nicht? Also ganz Phishing, genau, aber halt ja so diese klassischen Fake-CEO-Attacken, wo irgendjemand sagt, bitte ist ganz vertraulich, heimlich, aber du musst mir jetzt schon einmal 50 Millionen überweisen und das darf ja keiner wissen. Und wichtig ist, dass man da auch die Menschen im Unternehmen sensibilisiert, schult, um möglichst robust für solche Angriffe zu sein. Sehr gut. Aber es ist schon interessant, auch deine Sprachwahl, muss ich sagen, die Artillerie, die einem da sozusagen jeden Tag gegenübersteht, also das ist tatsächlich eine Realität, nicht? Also das ist, sobald man eine kritische Größe erreicht hat, ist man einfach einem permanenten Einprasseln von Angriffen ausgesetzt. Genau, also wir filtern jedes Monat, wir mit unseren Dienstleistern, ja, ich glaube, Millionen an E-Mails mit irgendwelchen verdächtigen Attachments heraus. Also das ist wirklich kein Einzelfenomen, dass da irgendwie drei virenverseuchte E-Mails auf das Unternehmen sozusagen zukommen, sondern das ist ein permanentes Maschinen- und Artilleriefeuerwerk, das da permanent stattfindet. Gut, kommen wir zum zweiten Teil. Auch das Thema künstliche Intelligenz, zuletzt seit ChatGPT ist in aller Welts Munde. Kann die österreichische Post da auch schon Einsatzfelder für sich entdecken? Beschäftigt man sich schon mit dem Gedanken, zum Beispiel bei der Zustellung oder in anderen Bereichen? Ja, also ich glaube, ChatGPT ist natürlich jetzt irgendwo ein in aller Munde befindlicher Sprung, den man wieder mal im Bereich sprachbasierter künstlicher Intelligenz gemacht hat. Ich glaube, wir leben ja alle und wenden täglich künstliche Intelligenz an, sei es jetzt, wenn wir irgendwo in unserem Navigationssystem einen Sprachbefehl loswerden. Und so ist es auch im Unternehmen. Ein Beispiel, wo wir zum Beispiel durchaus auch in Kundenangeboten, in Dienstleistungen künstliche Intelligenz anbieten, ist in unserem Bereich Business Solutions. Also historisch haben wir einfach eingescannt Post, die große Unternehmen bekommen haben, Versicherungen. Ja, dann haben wir begonnen, das auszulesen und mittlerweile verarbeiten wir das mit künstlicher Intelligenz so, dass wir das direkt in Workflows einbauen. Ich darf das ein Beispiel, also wenn Sie bei Ihrer Versicherung einen Arztbeleg einreichen, bei einer Zusatzversicherung, um dann eine Rückerstattung zu bekommen, dann und das vielleicht mit der Post schicken, aber auch per E-Mail schicken oder vielleicht mit der App abfotografieren, dann lesen wir das für viele Unternehmen ein. Also scannen es, wenn es noch papiergebunden ist, lesen es aus, ja, mit bestimmten Systemen und dann läuft eine künstliche Intelligenz drüber, die erkennt, aha, das ist ein Arztbeleg, da geht es jetzt liest dann irgendwie 60, 70 Felder aus, ja, und jetzt schaut ja jede Rechnung ein bisschen anders aus und diese künstliche Intelligenz erkennt dann, aha, das ist der Rechnungsbetrag, das ist quasi
die Leistung, die da erbracht wurde. Und das ist so ein Beispiel, wo wir heute schon... Und sortiert das dann gleich richtig ein. Genau, und sortiert das richtig ein und das landet dann quasi in einem vorausgefüllten Workflow eines Bearbeiters, der das manchmal gar nicht mehr, das wird dann sozusagen dunkel gebucht, wie man das so schön sagt, oder jemand checkt das noch und macht vielleicht noch irgendeine Zuordnung. Das ist so ein Beispiel. Dunkel gebucht, also ein Begriff, den ich auch noch nicht, das höre ich zum ersten Mal, aber heißt das sozusagen eine komplett automatisierte Buchung? Also dunkel, wenn das sozusagen im Verborgenen stattfindet, kein Mensch mehr. Die Blackbox, also die bucht. Beispielsweise bei uns ist es so, dass wir 60-70% aller Rechnungen, die bei uns einlangen, nicht früher ist einmal eine Rechnung gekommen, dann ist jetzt jemand gekommen, der hat dann irgendwie eine Rechnung abgezeichnet, dann ist die Buchhaltung und die hat die Rechnung erst verbucht, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, das ist in Ordnung. Und mittlerweile werden bei uns 60-70% aller Rechnungen sogenannt dunkel gebucht. Das heißt eben, die greift kein Mensch mehr an. Mhm. Da wird nur noch sichergestellt von einer Person, dass der Wareneingang da ist. Ja, das checken, müssen wir natürlich schon noch checken. Aber ein System vergleicht dann eine Bestellung, die gemacht wurde, mit einer Rechnung. Mhm. Und auch da ist eben künstliche Intelligenz, weil jede Rechnung ein bisschen anders aussieht. Mhm. Und wenn Bestellnummer, Leistung und Betrag übereinstimmen, dann macht das die Maschine von selber. Bei uns werden 100% der Transaktionen unserer Anleger dunkel gebucht, was aber natürlich nur deshalb möglich ist, weil wir eben sehr standardisiert und halt sehr einheitlich sind und dementsprechend gibt es quasi keinen großen Urwald an unterschiedlichen Dingen. Und das ermöglicht uns auch überhaupt erst das anzubieten, was wir anbieten, dass eben die Transaktionen vollständig automatisiert durchbearbeitet werden durch unsere eigenen Systeme. So, jetzt aber zurück zu dir, Daria. Ja, vielen Dank für diesen extrem breiten, unglaublich breiten Einblick. Kommen wir zum persönlichen Teil. Unsere 7 schnellen Fragen, 7 Halbsätze, die Sie vervollständigen dürfen. Angefangen mit: Zufrieden bin ich. Wahrscheinlich viel zu selten dafür, dass man ein sehr privilegiertes Leben führt, aber eine gewisse Grundunzufriedenheit ist vielleicht auch Teil des Antriebs, den man jeden Tag verspürt. Wenn ich nicht arbeite? Da bin ich gern draußen, im Winter auf Bergen mit meiner Skitourenausrüstung, im Sommer auf meinem Rennrad. Auch viel in Kärnten noch unterwegs? Auch gern in Kärnten, ja. Das glaube ich. An meinem Job mag ich am meisten? Mit spannenden, tollen Menschen und sehr abwechslungsreichen Aufgabenstellungen jeden Tag arbeiten zu dürfen. Lesen. Also ich glaube, man sollte mehrere Bücher lesen. ein sehr spannendes Buch, das ich zuletzt gelesen habe, 8 Tage im Mai von einem deutschen Historiker namens Volker Ulrich, beschreibt die letzten 8 Kriegstage des Zweiten Weltkriegs und macht einen Aus- und Rückblick auf das, was davor und danach passiert ist. Und ich glaube, es tut uns gut, auch mit dem Teil unserer Geschichte uns immer wieder zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Auch wir haben gerade erst drüber gesprochen, über ein Theaterstück. Ja, vielleicht ziemlich off-topic, aber weil du eben 8. Mai erwähnst und 45, im Burgtheater wird gerade ein zeitgenössisches Stück aufgeführt, 3 Winter von einer kroatischen Schriftstellerin. Und ich muss sagen, ich gehe sehr viel ins Theater und habe in letzter Zeit einige Produktionen gesehen, die mich nicht überzeugt haben, aber das ist wirklich fantastisch und das sollte man sehen. Sowohl ein toller Text, der sich eben über die Winter 45 nach dem Krieg in dem Fall beschäftigt, also auch den unmittelten Zeitpunkt vor dem Jugoslawien-Krise 91, als dann auch kurz mit der Zeit, bevor Kroatien zur Europäischen Union gegangen ist, aber teilweise sehr großzügige Themen rund um dieses Thema Bewältigung von Krisensituationen in Familien. Also wirklich ganz fantastisch und ich glaube, man kann sich gar nicht ausreichend mit diesen Themen beschäftigen, um auch einordnen zu können. Du hast vorher auch gesagt, wie unsere privilegierten Rollen eigentlich in diesem Gesamtsystem Welt momentan auch sozusagen zu sehen sind und wie man das auch mit Zufriedenheit, glaube ich, ausgleichen muss. Ja, jetzt zur nächsten Frage. Mein Geld lege ich an. Spätestens seit der Finanzkrise von 2009 und 2010 sehr breit diversifiziert. Das hören wir sehr gerne, gell? Absolut, so muss es sein. Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen. Ja, also ich war vor, glaube ich, 3-4 Wochen, war Klaus Mäkele im Musikverein. Klaus Mäkele ist einer der weltweiten Star-Nachwuchsdirigenten, ist 27, ist heute schon Leiter von 2 Orchestern, Osloer Philharmonie und dem Orchestre de Paris, und hat ein ganz tolles Konzert gegeben und ist nachher interviewt worden vom Intendanten des Musikvereins und der hat so eine ähnliche Frage bekommen und da hat er Herbert Blomstedt ist also ein 95-jähriger, auch sehr bekannter skandinavischer Dirigent, zitiert, von dem er viel gelernt hat, und der hat ihm gesagt: Help
Do Not Disturb. Ja? Also so im Sinne von Dirigenten sind dann am besten, wenn sie ein Orchester spielen lassen, wenn es gut spielt, aber unterstützen dort, wo es Unterstützung braucht. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was Manager sehr beherzigen können, schon Impulse setzen, unterstützen, aber nicht den Leuten auf die Nerven gehen, wo sie selber eigentlich sehr gut unterwegs sind. Können wir auch, glaube ich, bei der Erziehung unserer Kinder gut beherzigen. Also, ja. Das haben wir gemerkt. Do not disturb. Ja. Sehr gut, das ist ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite, Walter, war großartig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir sind wieder sehr lange gelaufen, aber ich glaube, es ist sehr kurzweilig geworden, sehr, sehr breit. Ich hoffe, ihr da draußen wisst heute ein bisschen mehr als davor. Und Daria, vielleicht für dich zum Abschluss. Die letzten Worte. Genau. Ja, ich verweise immer gerne auf unser Wissquiz, das wöchentliche Wissensquiz, aus dem wir hier auch wieder sehr viel Material schöpfen können. Beantwortet uns doch dieses Mal unter der Podcast-Folge, von wo ihr gerade zuhört. Der Max erwähnt das immer, seid ihr im Auto in der Mittagspause. Mich würde es wirklich interessieren. Beantwortet uns das, ob wir guten Abend, guten Tag, gute Nacht wünschen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch.